from Italy. Aus Großenlinden. Greenwich, Connecticut, just north of New York City. Aus Essen. From Romania. Aus Ingolstadt. We are Français. From Lithuania. Ist voll warm und naja, wir hoffen auf einen schönen Tag. I'm here to look and get ideas. You know, it's brilliant because it's every country is represented here. Vorerst noch nach Informationen. Wir wollen aber auch gleich noch ein bisschen was einkaufen. Würdest du gerne fragen, was für TV sind's? DZW. Aha, DZW. Naja, ja. Ich bin aber kein Zahnarzt. Ich bin Händler in Österreich. Dentist. Zahntechnikerin. Zahntechniker. Zahntechnikerin. Zahnmedizinische Prophylaxeassistentin. Ja. My husband is stomatologist. I just look. Zahntechniker? Yeah. We are a dealer from France. We are the dealers in Taiwan. We are dealers for stomatological food from another country. We are visiting to find new products. So I just walk around here. And we are interested to make contacts, business contacts. IDS, it's usually the exhibition that all the manufacturers are coming in order to launch or release our products. So this is why we came to IDS. It's muy bonito. It's very, very good. Very good and muy, very good organization. It's very nice. Very nice? It's very nice show. The most interesting in Europe, I think, is this IDS. Wir sind von DZW-TV. Was haben Sie gesehen schon? Sehr viel aus dem asiatischen Bereich, würde ich mal sagen. Das tendiert her und wobbt immer mehr rüber. I see special doctors from China. Die chinesischen Sachen, da waren wir so ein bisschen schockiert. Ist schon ein enormer Unterschied. Very nice, very good. Weil wir wollten einfach mal schauen, wie ist der Unterschied zu Made in Germany. Gar nicht mal, was den Zahnersatz betrifft, sondern auch Möbel, Materialien oder irgendwelche Gerätschaften. We found some new handpieces, a laser, a new camera with a USB plug. So weit bin ich noch gar nicht gekommen, weil ich habe nämlich heute bis 1 Uhr gearbeitet. For the printing. So I think this is the product of the exhibition 2013. Also ich rase jetzt quasi hier durch die Hallen. Und hoffe, zum Beispiel so einen Leopardenstuhl zu finden. Im Cat-Cam-Bereich bestimmte Dinge. Wir haben da schon ganz viel, aber wir versuchen immer noch was aufzurüsten. Wir kommen jetzt erstmal in den Bereich rein, der für uns interessant ist, weil wir wollen mehr Richtung Prophylaxe in dem Bereich auch ausbauen. In der Software haben wir gerade einen Vertrag unterschrieben, dass wir da organisierter sind im Labor. Auch mit QS und so weiter? Wir sind selber Hersteller und aus dem Grund gucken wir uns dann immer einen Tag nochmal richtig selber um, was es Neues gibt. Wir haben selber ein Labor und wollen aufrüsten und haben extra die IDS abgewartet. Stühle für Labor, für Zahnärzte, Kameras. Bestimmte Spritzgussverfahren, die möchten wir gerne erneuern. Ich bin schon seit 50 Jahren auf der IDS. Ich war schon 1962 da. Ja. Wir sind also alle 2 Jahre da. Also man läuft über die Messe und man sieht, überall wird gescannt und alle fahren sie auf die gleiche Schiene. There's a company here called 3Shape that have an intraoral scanner that scans in real time. Also wir waren bei NWD und haben uns da den Freecorder angeschaut. Das ist eine spezielle Art der Kiefergelenkvermessung. And it's pretty amazing. It's no powder, no anything. So it's an impressionless technique. Ich denke, da wird noch ein richtiger Preiskampf noch entstehen. Ne? I've already bought it. So it was that good.